Kann sie für sich behalten oder kann sie auch nach Hause gehen. Jawohl, aber bravo! Hey. Bravo. Jetzt fangen wir mal. Wir fangen mit Platz 12 an. Ich verlese auch die Punkte und vor allen Dingen auch den dazugehörigen Bembel. Auf Platz 12. Probe Nummer 6. Oh, der Peter Mangel. Joho! Yeah. Das ist eine Katastrophe, I remember. Süß. 848 Punkte. Jawohl. Sehr gut. Auf Platz 11 mit 859 Punkten. Der Bembel, also der Ballon Nummer 18.
Timo und Marco Seibert. Zehnter Platz geht an den Glasballon Nummer 10. Bastian. Mit 861 Punkten der Stefan Mausi. Mit 939 Punkten der Klaus Etzel. Guck mal, hier habe ich bewertet mit 2. Und du redest mit ihm die ganze Zeit. Habe ich das? Ja, ist doch okay. Ich habe mit ihm gesprochen, natürlich. Man kann ja mit dem Feind reden, oder? Er wusste ja auch nicht, welche Nummer er seinen Schoppen hat. Nummer 15. 964 Punkten. Ist der Dirk Spingert! Zu dem Dirk Spingert wieder einzusagen.
war am Freitag da und hat seinen eigenen Job rausgeschmeckt. Das ist natürlich. Da gehört schon was dazu, ganz ehrlich. Die Probe Nummer 5. Mein Favorit. Mit Punkte. Der Stanislav Kreuzer. Ich weiß nicht, ob ich im Monat noch kann. Ich bin morgen da. Ich hoffe es. Alle mal. Unter den sensationellen 1011 Punkten aus einem Kelter-Dynastie oder so aus Südwest-Hessen. Doppelspitze. André Engel. Also um das mal zu sagen, letztes Jahr haben die beiden Jungs genauso den dritten Platz gemacht, also ganz hervorragend. Yeah. Und ich sage euch was, das Erdbeben kommt, weil sowas gab es eigentlich noch nie. Jawohl. Offenbach gibt es hier schon mal.
Ja, also dann sagen wir es einfach, wer es ist, weil es ist einfach. Es fühlt sich so ein bisschen angrüchig an. Aber als wir das gelesen haben, haben wir auch gedacht, das kann man nicht nochmal bringen. Aber wenn die Punkte nun mal da sind und so viele Punkte mehr und so ein absolut geiler Apfelwein, dann ist das einfach so. Thank you.